stelle ich euch einmal den Gold Plus Rang auf dem Eindruck.net sogar vor, dass ich alle 7 Tage einen Goldrang verschenken kann. Und hier im Farmspawn steht ja dieser gut aussehende Typ, der mir keinen Handyvertrag andrehen will, sondern einen privaten Server. Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video, ja, stelle ich euch einmal den Gold Plus Rang auf dem Eindruck.net sogar vor. Noch vor außen Dankeschön an Rocco, der mir den Rang nach ca. 14 Stunden dann überreicht hat. Haben wir uns extra getroffen, einmal in Berlin hinkutschiert, einmal den Rang gegeben und wieder zurück. Hat ein bisschen was gekostet, die Fahrt, aber für den Gold Plus Rang. Dort reist man noch gern mal durch halb Deutschland an. Das sehe ich auch so. Sonst würde ich sagen, starten wir auch jetzt mit den Sachen, die ich als Emerald Rang noch nicht hatte. Zudem in der Slotbar fällt euch wahrscheinlich schon hier auf, und zwar das Autonic Tool. Das kann man halt an- und ausmachen. Ich habe es bis jetzt noch nie verwenden müssen, weil manche nutzen das einfach als Spielzeug. Hör, ich bin genickt, voll cool, sonst werde ich getargetet. Ich mache das auch, das Nicked-Item, wirklich nur an, wenn ich wirklich von irgendjemandem getargetet werde. Ansonsten lasse ich das einfach aus, weil das ist ja der Zweck vom Nicked-Tool. So, ansonsten habt ihr gerade schon gesehen, ich habe hier so ein Flyer-Item, das kann ich an- und ausmachen, wenn ich hier drauf klicke. Und ja, dann kann ich hier einfach mal schön rumfliegen. Zudem wurde mir gestern von einem Spieler zugeflüstert, dass ich alle 7 Tage einen Goldrang verschenken kann. Und zwar mit / Rangname. Also da muss ich da irgendeinen Namen eingeben. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ob ich das mit dem Rang kann. Wenn ihr das genau wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert. Wenn ja, dann kann ich ja gerne mal an meine Zuschauer aktiv hier ein paar Goldränge raushauen. Der ist dann für 7 Tage dann, denke ich mal. Dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu einem Spielmodus. Wir gehen jetzt mal hier zu Skywars, wo wir die neuen schönen Lobbys haben. Dann haben wir hier zum einen die Kids, aber ich glaube, da hat man nicht alle Kids als Gold Plus Rang. Ich habe die trotzdem, weil ich die mal in der Master Chest gewonnen habe. Die gibt es inzwischen ja schon gar nicht mehr. Beim Map Voting zählt meine Stimme jetzt, wenn ich zum Beispiel Disco anklicke. Du hast für die Map Disco gewählt, gestimmt. Deine Stimme zählt dreifach. Das bedeutet, jetzt stehen hier The Votes 3. Meine Stimme zählt also für 3 Leute. Also wenn zum Beispiel neue Maps gibt und ich die in der Aufnahme zum Beispiel zeigen möchte, kann ich da einfach ein dreifaches Vote reinhauen, damit ich die gleich für eine Aufnahme zeigen kann zum Beispiel. In den Einstellungen haben, glaube ich, das Ding haben, glaube ich, alle, aber sonst ist das alles leer beim Gold Plus Rang, wahrscheinlich auch Legende und Hero Master, glaube ich auch. Haben wir hier diese Redstone Torch, dort können wir einfach draufklicken, gerade kann ich das noch nicht, und dann verkürzt sich der Cooldown hier unten von 60 oder 50 auf 10 Sekunden und dann startet einfach die Runde los. Genau, und wenn man dann genickt ist, dann wisst ihr auch alle, was dann ist, dann habe ich halt einen anderen Namen und einen anderen Skin, das kann ich euch mal kurz zeigen. Gehen wir hier kurz wieder rein und dann bin ich ja zum Beispiel als Seppuku. Ich habe dann immer so einen standardmäßigen No-Skin, den könnte ich eigentlich auch mit dem Texture Pack durch meinen Teddy-Skin ersetzen. Da muss ich dich immer mit dem komischen rumlaufen, aber die anderen den halt dann diesen Cookie-Skin dann wahrscheinlich. Ja, lasse ich aber wie gesagt meistens aus, da ich das bis jetzt noch nicht zum Glück gebraucht habe. Lobby wechseln kann ich wie bei Emerald und den ganzen Premium-Rängen. Einfach in die Premium-Lobby und natürlich auch in die ganz normalen Lobbys. So, dann haben wir auch nun private Server. Die hatte ich bis
vor meinem Gold Plus Rang ja noch nicht. Hier im Farmspawn steht ja dieser gut aussehende Typ, der mir keinen Handyvertrag andrehen will, sondern einen privaten Server. Skywars, Bad Wars, Knockout, Jump Leech, Gun Game und TTT haben wir dort. Und dann haben wir einen privaten Server stoppen. Ich gehe jetzt mal auf Skywars, kann mir dann hier alles aussuchen, dass das hier links nicht zu sehen ist. Sollten sie eventuell mal ein bisschen fixen. Aber wenn ich mich jetzt nicht auskennen würde, wüsste ich jetzt nicht, was das hier wäre. Okay, hier sieht man alles nichts. Das ist jetzt eine 8x1 Runde. Gehe ich mal von aus, dass die kleinste ist. So, dann wird hier der Server wird gestartet. Die Server wurden ja in letzter Zeit mal abgestellt, da die nicht funktioniert haben. Die gehen inzwischen wieder. Achtung, auf dem Server werden keine Statistiken gespeichert, da dies ein privater Server ist. Mit Slash PServer kannst du die PServer, den privaten Server, verwalten. Hier sehe ich zum Beispiel, jetzt könnte ich dort meine ID sehen, die sehe ich jetzt nicht ganz. Wahrscheinlich ist das dann noch von den anderen da und hier kann ich einfach dann den Server stoppen. Ich kann hier meine Kids aussuchen und dann zum Beispiel mit, oh, okay, ich kann hier sogar alleine spielen. Das ist auch interessant, jetzt spielen wir hier zum Beispiel auf Atom und dann startet halt die Runde wie eine ganz normale Runde gegen mich selber. Kann man hier einfach mal runterspringen. Mal sehen, was dann passiert. Arschgeil, Digga. Top. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass ich hier gerade alleine bin. Aber ansonsten kann man dann einfach dort den Server stoppen. Der Server wird heruntergefahren, genau. Der ist nämlich dann nämlich noch an. Gut, der ist jetzt auch heruntergefahren. Sparen wir Server. Apropos, ich habe meine 800 Online-Stunden hier gerade geknackt vor 2 Stunden. Dann habe ich den Slash Join Me Befehl. Da kommt dann eine kleine Nachricht. Der Teddy spielt jetzt auf Skywars 8x1. Klick hier, um den Server beizutreten. Da kann ich dann zum Beispiel, habe ich bis jetzt einmal verwendet, da ich am Morgen aufgenommen habe. Und da sich die Runde etwas schwieriger gefühlt habe, habe ich einmal Join Me gemacht, kam ein paar Leute rein und konnte ich meine Aufnahme starten. Das ist auf jeden Fall auch sehr hilfreich. Ich habe hier in der Lobby noch jetzt alle Haustiere bekommen. Ich hatte da, glaube ich, 2 oder 3 Haustiere nicht. Zum Beispiel den Wizard, dann habe ich es getestet. Den hatte ich nämlich nicht. Den habe ich jetzt. Kann ich den auch einfach... Oh, okay, ich habe sogar die ganzen Fähigkeiten von denen. Okay. Gut zu wissen, den mache ich jetzt mal hier wieder aus. Ja, volle Server-Join, denke ich mal, ist logisch. Mich hat es gewundert, dass die Community auf einmal weg war. Die ist wahrscheinlich gerade in Wartung oder so irgendwas. I don't know, warum die Community weg war. Aber ich glaube, mit dem Gold-Plus-Rang kommt man auch auf die Bühne in der Community, die aktuell ja zurzeit nicht verfügbar ist. Ich glaube, da habe ich schon ein paar Gold plus Ränge drauf gesehen, aber ja, ist gerade deaktiviert. Ansonsten ist das auch mit den ganzen Vorteilen gewesen. Für mich reicht das komplett aus. Also YouTuber hat, glaube ich, hier dann noch eine Silent Lobby. Ob das so dann eine allgemeine ist, wo mehrere rein können oder so, weiß ich jetzt genau nicht. Ich kann dann hier auch, glaube ich, eigentlich eine größere Auswahl an Freunden. Da habe ich gerade so knapp 2 Seiten oder eine Seite eher gesagt. Ja, aber ansonsten wäre es das auch. Für mich reichen die Vorteile hier komplett aus. Vielen Dank nochmal an Rocco, der mir den Rang zur Verfügung gestellt hat. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns am Montag um 15 Uhr zu einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute!